Willkommen aus Las Vegas mit dem Lenovo ThinkPad X1 Carbon Notebook. Und zwar ist es eines der interessantesten Notebooks oder Ultrabooks auf dem Markt. Gerade schon das letzte war das leichteste 14 Zoll Ultrabook der Welt. Den Namen hält sich hier Lenovo bei. Und wir haben einen wirklich sehr schönen dünnen Bildschirmrahmen, der das Gerät wirklich hervorstechen lässt in der Größe, denn es ist nicht so groß, aber trotzdem sehr schön anzuschauen mit einem matten Touchscreen. Das haben auch nicht sehr viele Hersteller bisher benutzt, aber Lenovo bei dieser Business-Serie ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie genau auch im Außeneinsatz das Gerät super zu benutzen ist und dadurch, dass es ein mattes Touchscreen hat, denke ich mal, haben sie eine ganz coole Lösung gefunden. Mit einem Intel Core i7 können wir auf jeden Fall sehr gut arbeiten, 9 Stunden Laufzeit und einer 2560x1440-Pixel-Auflösung ist das Display auch super scharf. Aber die Besonderheit, die Lenovo dieses Jahr hinzugefügt hat, ist, dass wir hier ein E-Paper-Display haben hier unten, das sich verändern kann, je nachdem, welches Programm wir haben. Wie ihr gerade sehen könnt, wir haben hier zum Beispiel einfach Lautstärke-Regelung, Apps ausschneiden, Sprachsteuerung und so weiter. Oder hier Gestensteuerung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Internet Explorer öffne, ändern sich diese Icons, wie ihr gerade gesehen habt, auf zurück eine Seite, neu laden, wieder was ausschneiden und die bleiben gleich. Ich kann nochmal rausgehen. Wenn ich Skype öffne, ändern sie sich gleich wieder. Wie ihr gerade gemerkt habt, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, in den Desktop zu gehen. Ich kann hier ein Video abspielen, dann müssten sie sich wieder ändern. Oder auch nicht. Also auf jeden Fall ist es eine sehr coole Option, die tatsächlich auch funktioniert. Also ich kann hier wirklich per Touch dann entsprechend alles bedienen, je nachdem, welche Tasten dann gerade da sind. Ich kann die Apps aufrufen. Ich kann die letzten Apps hier sehen, ich kann dann sagen, ich möchte jetzt hier Skid Touch aufmachen und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr praktisches Feature. Wie ihr sehen könnt, statt Caps Lock hat hier Lenovo zudem einen Home- und End-Button eingefügt. Ich finde auch, das ist sehr viel schlauer, denn die benutzt man sehr viel öfter wie Caps Lock. Und ja, ansonsten Fingerprint Reader hier, riesengroßes Trackpad, das sich auch super anfühlt, auch mit Multitouch funktioniert das hier wunderbar. Dann haben wir einen kleinen Nippel, mit dem wir auch die Maus bedienen können, beziehungsweise hier oben haben wir auch die linke und rechte Maus, das ist genauso wie hier unten eingebaut. Das Display lässt sich 180 Grad aufklappen, also ihr könnt es ganz flach hinlegen und der Betrachtungswinkel ist einzigartig gut. Und hier seitlich haben wir auch noch einen USB-Anschluss und ein Display-Port, würde ich jetzt mal ganz, nein, ein Adapter-Anschluss für das Netzwerk, Lüfter und Kensington. Ich klappe es dann wieder zu. Von außen sehr schöne gummierte Optik bzw. Fingerabdruckabweisende Optik. Und auf der anderen Seite ein Kopfhöreranschluss, noch ein USB-Displayport oder Thunderbolt, wobei hier ein D daneben steht, also es ist Displayport, HDMI und ein Stromanschluss mit einem interessanten Extra-Adapter. Ich sehe gerade, ihr seid alle eigentlich unscharf. So, kann ich mal kurz ausstecken und dann seht ihr hier, wie das hier ausschaut beim Strom. Hier wieder anstecken, beziehungsweise ich drehe das Ganze mal um, dann können wir von unten mal sehen, ob man hier etwas einfach austauschen kann. Wir haben auf jeden Fall ganz normale Phillips-Schrauben mit dabei, heißt, es sollte nicht allzu schwer sein, es aufzuschrauben, aber die Gummifüße sind ein bisschen interessant hier gelöst, wobei es sich noch um ein Pre-Production-Gerät handelt, denn hinten stehen sie so ein bisschen raus. Sehr gut in der Verarbeitung, das Gerät gefällt auf jeden Fall, Lautsprecher befinden sich hier unten. Auf der Rückseite haben wir noch die Möglichkeit, einen SIM-Slot hier per SIM-Slot eine 4G-Verbindung aufzubauen. Und an der Vorderseite haben wir gar nichts, also ein SD-Kartenleser fehlt leider bei dem Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Und mit einer Hand aufklappen ist anscheinend auch nicht so wirklich mit dabei. Aber das können wir an Lenovo weitergeben, dass sie daran vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Bis zum nächsten Mal von der CES 2014. Das war das Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Mein Name ist Balazs Gál und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt auf der CES 2014.